Liebe Geschwister im Glauben, die Pharisäer kommen in dieser Erzählung, die wir eben hörten, nicht gut weg. Aber Jesus erzählt dieses Beispiel nicht den Pharisäern gegenüber, sondern gegenüber seinen Jüngern. Und er spricht über die Pharisäer, um auch seine Jünger auf eine Gefahr aufmerksam zu machen und auch uns auf eine Gefahr aufmerksam zu machen. Wenn Sie diese Erzählung eben gut hingehört haben und nicht, weil jetzt früh morgens ist, da rein, da wieder raus, ist Ihnen vielleicht ein Gedanke gekommen, zum Beispiel ein Gedanke wie, ho, zum Glück bin ich nicht wie so ein Pharisäer, der auf andere herabschaut, der andere verurteilt. Wenn so ein Gedanke bei Ihnen vielleicht gekommen ist, eben beim Anhören des Evangeliums, dann sind Sie in der Falle. Denn dann sind Sie genauso wie dieser Pharisäer, der sich über den Zöllner erhebt und sagt, ich bin besser als der. Und dann ist man genauso wie der Pharisäer. Frage ist dann aber, wie komme ich aus der Falle raus? Und Jesus sagt im Grunde mit der Geschichte, es kommt andersrum. Die Pharisäer, das waren ja die Frommen, die Guten, die wirklich versucht haben, nach dem Willen Gottes, nach dem Gesetz zu leben. Und die Zöllner, das waren die Halunken. Das waren damals die Leute, die den Juden Geld abknüpften, auch viel mehr Geld nahmen, als sie hätten nehmen sollen, die mit den Römern, mit den Feinden zusammengearbeitet haben, also die niedrigsten Leute im Volk, die gehasst wurden. Und die Pharisäer eben die ganz Tollen. Und jetzt kommen beide in den Tempel, so wie wir heute in die Kirche, und beide beten. Aber zum Schluss sagt Jesus über den einen, der eigentlich gut ist, dass er es schlecht gemacht hat, und über den, der eigentlich schlecht ist, dass er es gut gemacht hat. Was ist da passiert? Ich glaube, Jesus will sagen, es kommt nicht darauf an, dass ich im Tempel stehe oder in der Kirche und dass ich bete, sondern es kommt immer darauf an, wie ich da bin und wie ich bete. Denn man kann auch total falsch beten, man kann auch daneben beten. Jesus sagt, wahrhaft gerecht ist nicht der, von dem es alle vermuten, dass er es ist, der alle Gebote treu behält, der äußerlich gerecht erscheint. Jesus sagt, gerecht ist der, der sich seiner eigenen Fehler, der sich seiner eigenen Schuld bewusst ist und der seine Schwächen vor Gott hinhalten kann und der darauf vertraut, dass Gott ihm alles vergeben kann, dass Gott ihn gerecht machen kann. Und nicht seine eigenen frommen Taten. Denn der Pharisäer, der kann viel vorweisen. Ich faste noch viel mehr, als man muss. Ich bin kein Räuber und ich gebe dem Tempel Geld. Und der Zöllner kann nichts von dem vorweisen, kann nur sagen, sei mir gnädig. Aber es heißt in der Bibel, es herrscht mehr Freude im Himmel über einen einzigen Sünder, der umkehrt, als über 99 Gerechte, die glauben, sie hätten es nicht nötig, umzukehren. Deshalb sagt Jesus, gerecht vor Gott ist nicht der, der allein den Geboten Gottes und dem Gesetz gegenüber gerecht sein will, sondern gerecht ist der, der daran glaubt, dass Gott Gnade vor Recht ergehen lässt, dass Gottes Barmherzigkeit immer größer ist als seine Gerechtigkeit oder was wir als Menschen als Gerechtigkeit ansehen. Denn wir können uns die Liebe Gottes niemals verdienen, sondern sie nur annehmen, indem wir bekennen, dass wir schwach sind und dass wir seine Liebe brauchen. Wer nicht bekennen kann, dass er schwach ist, ein schwacher Mensch, der zu allem fähig ist oder zu vielem, der wird nie die Liebe Gottes erfahren, die genau darin ansetzen will und Barmherzigkeit geben will und Vergebung. Und Jesus sagt mit anderen Worten, nichts ist abstoßender im Glauben und in der Frömmigkeit, als wenn Glaube sich mit Lieblosigkeit und mit Verachtung gegenüber anderen paart. Es geht darum, nicht auf andere Menschen herabzuschauen, sondern das Urteilen oder noch besser das Verurteilen Gott zu überlassen. Unsere Aufgabe ist es vielmehr, denen zu helfen, die vielleicht nicht so viel Glück hatten im Leben wie wir, und für sie zu beten. Nicht vielleicht haben Menschen, die auf die schiefe Bahn geraten sind, die andere betrügen, die sich einen Vorteil verschaffen, die Ehe brechen, was auch immer. Vielleicht haben wir es nicht gemacht,
Oder sind nicht dazu gekommen, weil wir so viel Glück hatten? Oder weil bei uns es andere Umstände gibt? Wer will da über andere urteilen und sich selbst besser machen? Oder vielleicht haben wir all das. Haben die Ehe gebrochen, machen ja ganz viele. Haben andere betrogen, hintergangen. Aber wir zeigen mit dem Finger auf die anderen, damit wir nicht gesehen werden. Ich hatte heute Morgen noch, bevor ich zu Ihnen kam, die Heilige Messe in Lindlar und habe auch darüber gepredigt. Und dann ging ich nach der Messe in die Sakristei mit den Messdienern. Und die Messdiener, es waren einige neue mit dabei, die haben so ein paar Fehler gemacht in der Abfolge, wer wann wie geht, was holt. Und in der Sakristei sagte der eine zu dem anderen, du hast das falsch gemacht, du hast das falsch gemacht, du hast das falsch gemacht. Und keiner hat auf sich gezeigt, obwohl jeder was falsch gemacht hat. Aber wie schnell sind wir dabei, den anderen zu sehen, auf ihn zu zeigen, um von uns wegzusehen, von uns wegzuzeigen. Dieser Pharisäer ist ja in jedem von uns drin, genauso wie der Zöllner. Gott kann manchmal den Fernstehenden viel näher sein, als jenen, die glauben, ihm nah zu sein. Das zeigt diese Geschichte auch. Und das ist etwas, was ich sehr schmerzlich auch lernen musste in meinem Priestersein. Als ich vor gut 10 Jahren noch Kaplan in Düsseldorf war, ist etwas passiert, was meine Sicht auf die Dinge, um dem, was fern und was nah ist, auch ziemlich geändert hat. Ich habe einmal eine Taufanfrage bekommen, eine Taufanmeldung auf meinen Tisch, und auf der Taufanmeldung stehen oben die Eltern, das Taufkind drin, dann die Eltern und ganz unten die Paten des Taufkindes. Und bei dem zweiten Paten, hinter dem Namen, stand in der Klammer, sitzt im Gefängnis. Ich habe es zweimal gelesen, dachte, das kann nicht sein. Dann bin ich zu der Sekretärin hin, ob sie sich einen Scherz erlaubt hat. Nee, ist kein Scherz, der Pate sitzt im Knast. Ich dachte, das kann doch nicht sein. Also ein Pate soll ja ein Vorbild sein. Außerdem, wie soll er vom Knast für das Kind da sein? Das geht ja gar nicht. Und so war ich drauf und dran, die Mutter anzurufen, dass sie sich vielleicht einen anderen Paten aussucht. Aber ich musste dann zur Abendmesse. Und in der Abendmesse, in dem Gottesdienst, war zufällig die Lesung drin, das Evangelium, wo Jesus, Matthäus 25, wo Jesus Weltgericht hält. Und Jesus sagt da, ich war hungrig, ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig, ihr habt mir zu trinken gegeben. Und dann sagt er, ich war im Gefängnis, ihr habt mich besucht. Und das ist ein Wort, was mich total getroffen hat, weil ich gemerkt habe, Jesus meint mich. Und dass ich nicht so einfach den anderen ablehnen kann und ab in die Schublade, sondern mir zumindest erstmal ihn anhören muss. Und so habe ich einen Termin gemacht im Gefängnis in Duisburg, bin dorthin gefahren, wir waren 2 Stunden in der Einzelzelle und sprachen da miteinander. Und ich muss sagen, das war eines der stärksten Gespräche, die ich in meinem Leben je hatte, weil dieser Mensch total knochenehrlich war. Der hatte nichts mehr zu verlieren. Der hat mir sein Leben geschildert und was daneben lief und dass er 8 Jahre wegen Drogenhandel sitzt und dies und jenes. Aber er sagte, er hat es genutzt, diese Zeit für sich als Chance, das erste Mal, dass er in seinem Leben überhaupt über sein Leben nachdenken konnte und wo es hingeht. Und er war dann so dankbar dafür, dass seine Schwester ihn anfragte, ob er Patenonkel werden konnte, weil das ihm Hoffnung gegeben hat, dass es jemanden gibt, der an ihn glaubt, nicht nur jetzt, sondern auch in Zukunft. Dass es jemanden gibt, der an ihn glaubt, dass es Hoffnung gibt für ihn. Und das hat ihm wieder Hoffnung gegeben. Und er hat gesagt, Herr Kaplan, machen Sie mir diese Hoffnung nicht zunichte. Lassen Sie mich zu. Und da konnte ich auch nichts anderes, als ihm sagen, klar, machen wir. Und als ich ihm eine Zusage gegeben habe, wollte ich schon rausgehen. Und dann hielt er mich nochmal an und sagte, Kaplan, ich habe noch eine Bitte. Wenn ich bei der Taufe bin, könnten wir uns 1 Stunde vorher noch treffen. Ich würde gern bei Ihnen beichten. Und da ist mir kalt den Rücken runtergelaufen, weil er mir vorher noch erzählte, er hat pro Tag 10 Stunden, er hat pro Jahr 10 Stunden freien Ausgang. Er kann 10 Stunden aus dem Gefängnis raus pro Jahr. Und von diesen 10 Stunden will er 1 Stunde für die Taufe opfern, und 1 Stunde für die Beichte. Und da ist es, das war so beschämend für mich, als ich das gehört habe, ich denke, was ist dieser Mensch im Gefängnis, was ist es ihm wert,
Patenonkel zu werden? Was ist es ihm wert, seine Schuld loszuwerden? Dass er bereit ist, 2 von 10 Stunden im Jahr für Gott abzugeben, die er frei hat. Und wir haben uns dann auch getroffen vor der Taufe. Ich habe ihm die Beichte abgenommen. Ging auch 1 Stunde, war auch viel zu erzählen. Aber dieser Mensch hat wirklich Frieden gefunden, weil er Vergebung gefunden hat, weil er daran geglaubt hat, dass Gott ihm vergibt. Und das tut er. Und er ist ein sehr guter Patenonkel geworden. Und vielleicht viel besser als manch einer, der nichts auf dem Kerbholz hat, aber nur auf dem Papier Onkel ist. Aber sonst nichts dem anderen mitgibt. Und liebe Schwestern und Brüder, für mich war das so eine wichtige Lektion, andere nicht zu verurteilen, sondern erstmal hinzuhören, das Urteil immer Gott zu überlassen. Und Gott will letztlich für uns alle nur ein Urteil. Und dieses Urteil heißt Freispruch. Dass du frei wirst, dass du heil wirst, nichts anderes. Und von daher ist es nicht umsonst, dass wir manchmal beim Gottesdienst am Anfang das Schuldbekenntnis beten. Finde ich sehr gut, weil dort beten wir nicht, Gott, ich bekenne, dass der und der mir das und das angetan hat, sondern ich bekenne Gott, dem Allmächtigen und allen Brüdern und Schwestern, dass ich Gutes nicht getan habe und unterlassen habe. Das ist so wichtig. Oder dass jeder von uns die letzten Worte, bevor wir die Kommunion empfangen, oder ihr Kommunionkinder den Segen, bevor wir Jesus empfangen, sind die letzten Worte, die wir sprechen, gemeinsam nicht, ich bin nicht so unwürdig wie der andere, dass du unter mein Dach kommst. Oder wir beten auch nicht, die da ist nicht würdig, dass du unter ihr Dach kommst, sondern jeder von uns betet, ich bin nicht würdig, dass du einkehrst unter mein Dach. Und das sollte nicht nur ein Spruch sein, sondern wirklich etwas, was man vom Herzen meint. Wir sind nie würdig, Gott, der die Liebe ist, in uns aufzunehmen, wenn wir so viel anderes als Liebe in uns haben, was nicht Liebe ist. Aber Gott will trotzdem zu uns kommen. Und deshalb ist es wichtig zu begreifen, Gott liebt uns nicht nur, wenn wir brav oder fleißig sind. So funktioniert Liebe oft leider unter uns Menschen, dass wir uns geliebt fühlen, wenn wir etwas für den anderen leisten. So wie dieser Pharisäer, der sagt, ich habe das getan, ich habe das getan, ich tue das, dann muss Gott mich ja besonders lieb haben. Da hat man Gott nicht verstanden. Gott liebt uns nicht nur, wenn wir brav und fleißig sind, sondern vor allem und noch mehr dann, wenn wir seine Liebe brauchen. Und das kann sein dann, wenn wir ganz unten sind, weil wir sie dann wirklich brauchen. Deshalb sagt Jesus auch, die Letzten werden die Ersten sein. Glauben wir an die Liebe Gottes zu uns, gerade dann, wenn wir glauben, sie nicht zu verdienen. Denn erst dann werden wir Gottes Barmherzigkeit wirklich erfahren. Und es gibt nichts, nichts, was Gott nicht vergeben kann. An uns liegt es nur, eins zu sein vor ihm. Und das ist, knochenehrlich zu sein. Ich meine, er kennt uns ja sowieso. Knochenehrlich zu sein und zu sagen, Papa, ich bin dein Kind. Und Papa, ich brauche dich. Amen.